Letzter in der Euroleague. Nach dem dritten Spieltag grüßte Alba noch von der Spitze der Tabelle. 10 Spieltage und 10 Niederlagen später ist Berlin ganz unten angekommen. We need to recover players, to recover energy, to recover feelings. Gegen Bologna war wieder mehr möglich. Dabei taten sich beide Teams zu Beginn schwer. Mit laufender Spieldauer fanden die Italiener ihren Rhythmus und setzten sich ab. Doch Alba kam mit Schwung aus der Halbzeit. Okumate mit dem Dank. Und so sind es nur noch 6. They are a very, very good team with the high pace, high intensity. So they came back a couple of times, but they were cold and focused enough to push them back. Mehr als 6 Punkte kam Berlin nicht mehr ran, denn Bologna fand immer die richtige Antwort. Teodosic macht die Tür zu. Und wie? Positiv aus Sicht der Hauptstädter, Kumaci feierte ein starkes Comeback und Jalen Smith legte nach punktloser erster Hälfte stolze 14 in der zweiten auf. I'm happy for the spirit that we have until the end, fighting for all the possessions. This is the way. We have to believe, to go like this and continue. Einfacher wird es aber nicht, denn mit Monaco wartet ein Spitzenteam um Superstar Mike James und Trainer Obradovic, der selbst lange als Spieler und Trainer Alba prägte. This is, you know, just coach or player, you know, like to the club relationship, I think even more, you know, like giving me enorm support, you know, like and a knowledge which takes me, you know, like to the another level. Gegen den Ex-Trainer und mit dem Rücken zur Wand. Aber vielleicht macht genau das Berlin noch gefährlicher. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.